Das hier sind nicht einfach nur Rennen. Es gibt eine Reihe von Checkpoints und du musst den besten Weg dazwischen finden. Da verirrt man sich leicht. Nur die Top-Fahrer treten hier an, was viel über dich aussagt. Werd aber nicht übermütig. Von der Einladung bis in den Kreis der Sieger ist das ein weiter Weg. Du denkst sicher, du machst das gut. Tja, machst du auch. Es ist ganz einfach. Für alles, was du machst, kriegst du Follower. Je mehr Follower du hast, desto mehr coole Dinge kannst du machen und kriegst noch mehr Follower. Und Bugs. Viele Bugs, mit denen du all das coole Zeug kaufen kannst, das wir brauchen. Es gibt immer diesen Moment, an dem man erkennt, warum man Rennen fährt. Bei mir war es der Tag, als mein Bike und ich getrennte Wege gingen und ich mir zwei Rippen brach. Ich sprang wieder auf und fuhr weiter. Hab das Rennen sogar gewonnen. Ich wollte keinesfalls aufgeben. Die Details. Nur das, warum sich später Geschichten ranken.
Ich weiß, normalerweise sage ich sowas nicht, aber bist du dir mit dem Rennen sicher? Und ich sage normalerweise nicht, dass du dir zu viele Sorgen machst. Aber diesmal schon. Alles ist bereit. Bis zum Rennen in Vegas zeigen wir unser Können an neuen Schauplätzen. Und hoffen, der große Sprung bedeutet große Zahlen. Das ist die Idee. Eine solche Location ist ein großes Risiko. Aber wir müssen es eingehen. Eins ändert sich jedoch nie. Guter alter Rennsport gewinnt immer. 2, 1. Dich nicht um deinen Platz. Ich kümmere dich ums Fahren. Die Führung steht dir echt gut.
Kein Risiko, keine Belohnung. So ist das nun mal. Man muss sich entwickeln, um relevant zu bleiben. Und wenn das bedeutet, dass man neue Austragungsorte ausprobieren muss, von Downtown bis hinter die Mitte von nirgendwo, dann ist es das, was wir tun sollten. Aber ich weiß, es ist ein Risiko. Es nutzt nichts, neue Fans zu gewinnen, wenn wir die alten verlieren. Die Balance zu finden, das ist die Kunst.